War ich das für euch? Was, was, was? Telefon, Leute. Ach, ja, genau. Ich höre jetzt gerade gar nichts. Ich höre nur, wie das Geschütz jetzt eben gerade hier so losgelegt hat. Da ist noch eins. Großartig. Ich suche nach Plastik. So. Macht's mal sauber, ich. Ja. Oh, das, die sind überall Automatikgeschütze. Nee, da war was anderes. Okay. Doch, ist auch ein MG-Geschützturm, alles klar. Oha. Ein 52er? Ach du Scheiße. Hä, ist der tot? Hast du ihn schon erledigt? Wie hast du das denn gemacht? Das war ein 52er, Mr. Gazzi. Zweimal draufgeschlagen. Okay. Das hat kein Sternchen. So, nee, warte mal, hier irgendwie. Da oben. Wie kommt man denn nach oben? Bei mir ist das oben angezeigt. Oh ja. Nee, das sind Toiletten. Ja, es geht. Auf der anderen Seite von dem Gebäude geht es noch rein. Nee, das hier, wir kommen schon hin. Aber da brauchst du Nee, ich glaube. Dann ist es hier. Ach du Angst. Ah, ja. Nicht. Ah! So, hier. Ja, genau, hier am Terminal. Bei dem Terminal. Genau, daneben liegen die ganzen Ehren. Leeren Fotos. Oh Gott. Das gehen wir mal eben ganz schnell durch hier. Du hast schon wieder nichts an. Hm. Hauptsache sieht immer gut aus. Spenden für Lissi, dass sie sich was zu anziehen. Genau, ich bin so. Ich kann mir nichts zum Anziehen kaufen. Okay. Was war das? Holoband. Bitte wählen Sie eine Nachricht aus. Okay, hallo, bla. Leere Holobänder. Was war das? Leere Holobänder liegen da rum und dann kriegst du irgendwie die Meldung, dass, dass du ein anderes brauchst. Abhörnetze. Siphon. Genau. Hm? Barrier. Oh, ich würde das alles zu gerne jetzt durchlesen. Das ist total. Ah, EMP, da ist er ja. Pulsar. Forschungsdaten. Ja, und die musst du runterladen. Speichern. Nur, du brauchst dazu ein anderes Holoband. Ein leeres. Ja. Ja, alles klar. Da liegen leere, lad dir mal und du kriegst die Meldung, dass es nicht funktioniert. Ja. Du brauchst das Schiffernprojekt. Zur Datenspeicherung. Genau. Okay. Also nehme ich jetzt ein leeres Holoband. Und dann können wir weitermachen, ne? Also du springst dann weiter auf Besorge ein Holoband von Projekt Siphon. Mhm. Okay. Mhm. Das kommt irgendwo anders. Das weiß ich mir nicht mehr wo. So. Kriegst du auch Karten angezeigt? Hab nirgendwo einen Questmarker. Ah, hier unten. Hä? Kenn ich nicht. Was mache ich jetzt falsch? Oh, das ist der Blockhard gerade. Projekt runter. Ja, jetzt bitte kehren und legen Sie ein leeres, um die Daten herunterzuladen. Wie lege ich denn ein leeres Dings ein? Aber ich habe keinen Questmarker über dem Terminal.
Nee, komischerweise nicht. Also. Datenextraktion. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Komm aus der Pause raus. Ich steig da jetzt noch nicht ganz durch. Wie kriege ich denn da jetzt die Daten drauf? Ja, das versuchen wir gerade rauszufinden. Ach so, dann ist ja gut. Ich dachte, jetzt habe ich einen totalen Blackout. Nein, nur wir haben keinen Questmarker. Stimmt, ich habe da jetzt ein Sternchen drauf. Schön. Das geht nur wieder raus, ne? Das ist das andere, glaube ich. Müssen wir erst alle Gegner töten oder sowas? Da ist nicht. Ich... Nee, das ist irgendein. Oh, Tier. Hier ist ein legendärer Mr. Gatzi. Vielleicht kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier erst alle Gegner irgendwie umlatzen müssen oder sowas. Hier ist eine Archivausgabe. Macht die irgendwas? Jetzt geht Blockert daran. Ich kann nichts machen. Nee. Irgendwie geht das nicht. Da ist nichts. Ja, ich glaube, die Archivausgabe ist es. Ja, aber da konnte ich eben nichts machen. Ich habe drauf gedrückt. Weil die ist nämlich hier in der Ecke, die Archivausgabe. Also ich war jetzt in so einer Art Serverraum, aber da ist auch nichts. Und ich drück drauf und man kann auch irgendwas aktivieren, aber es passiert nichts. Nö, passiert nichts. Hier was anliegt. Ach nee, also es muss ein Terminal sein. Ja, irgendwann, aber ich habe keinen Marker und das irritiert. Nee, ich sehe auch keinen für mich. Ein Terminal, ja, das kann doch eigentlich dann nur hier irgendwo was sein, oder? Hier ist ein Terminal, da sitzt auch ein Spieler vor, ein Level 60er Spieler, vielleicht ist das der Terminal. Oder das hier, Sigyn System Terminal, ich gehe mal rein. Glaskugel-Diagnoseprüfung durchführen? Ups. Da war ich schon. Abhörgeräte? Ja, hat irgendwie auch nichts. Gelagerte Dokumente, externe Dienstleister. Das könnte was anderes sein. Archivierungsdirektive. Nicht autorisierte Kommunikation. Geheimhaltungsstufe. Archive-Verzeichnis. Ach, du grüne Mann. Ach nee, das ist, ich dachte gerade. Ich weiß nicht, was es ist. Das geht irgendwie nicht. Ist das gleiche Terminal? Ja, es ist auch das gleiche Terminal. Alles klar. Ah! Hast du wieder nachgespawnt? Oh nein, wie doof ist das denn? Leck mich doch am Arsch. Alle? Geh mir aus dem Weg. Das klingt so, ne? Ah! Fuck, 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 fuck. Wie doof ist das denn? Oh Gott! Die sind wirklich alle nachgespawnt. Ja, ja, ja. Die sind alle nachgespawnt und ich stand in der Ecke.
mich doch am Arsch, wirklich. Oh, dann bin ich gleich tot. Lass mich in Ruhe. Oh. Ich geh. Ha! Oh Gott. Eisenmeier, mach sie kaputt. Ja, wir brauchen Unterstützung. Und der geht ja einmal durch und alles liegt am Boden. Macht sie wirklich alle kaputt. Also ich habe jetzt hier nur ein Sternchen bei dem ganzen Kram und irgendwie... Dankeschön. Dankeschön, ja. Ich kenne das nicht. Ich habe keine Ahnung. Moin. Hier liegen nur leere, blöde Holobänder. Keine Wiedergabe. Da liegt eine Waffe, aber ich kann sie nicht aufnehmen. Muss herstellen die Holobänder? Auch nicht, oder? Wie war denn das? Warte mal kurz. Projekt. Warte mal. Daten. Ich muss einen Weg finden, die Daten zu extrahieren, um sie zum Hersteller bringen zu können. Ja, aber wie denn? Hm. Mich jetzt gehauen? Ist doch noch. Nee, ich weiß nicht, ich hab nicht gehauen. Ach, das sind Sicherungen, okay. Hier ein Ding auch nicht. Das ist Stahlschrott. Mir entgeht nichts. Lesen. Johnson, du Armleuchter, ich weiß genau, dass du mir immer das Mittagessen klaust. Hast du ernsthaft gedacht, das würde unbemerkt bleiben, noch dazu in einer Einrichtung, die buchstäblich dafür gebaut wurde, alles zu überwachen? Tja, dummerweise bin ich der Typ, der das interne Überwachungssystem entwickelt hat. Zahl mir das Doppelte dessen zurück, was ich dafür bezahlt habe und gib mir meine Plastikbehälter zurück, sonst melde ich deine Toilettenaktivitäten Commander Gold. Okay. Hat aber nichts damit zu tun, okay. Hm. Mann! Oh Gott, wer war das denn hier schon wieder? Oh. Des Mortes, vielen Dank auch. Was, Nimrod, hallo, ja, was? Das leere Holoband, die Daten laden. Ja, aber das geht ja nicht. Achso, Madel probiert gerade. Wir diskutieren gerade, aber... Wir diskutieren gerade, wie ihr diskutiert. Holoband kriegt. Ich diskutiere gerade mit meinem Bodyguard. Ach so. Dein Bodyguard. Oh. Oh, wie schnell du hast. Liebe Grüße an den Bodyguard. Das macht mich auch mal ganz durstig. Ja. Also Nimrod sagt, man soll das leere Holoband nehmen und die Daten draufladen. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Weil es stand ja eben Daten runterladen, aber es ging nicht. Also irgendwie... Das leere Holoband laden? Ja, ja, aber dann sagt er, dann kriegst du eine Fehlermeldung. Und okay. Dann sollst du ein Holoband von Project Siphon. Was sagt denn deine Quest jetzt, Lizzie? Warte mal eben. Meine sagt, besorge ein Holoband vom Projekt Siphon. Ja, Siphon. Warte, ja. Warte. Simonovic hat irgendwas. Stimmt. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider auch nicht mehr. Mein Bodyguard auch nicht. Hä? Nee, ich dachte gerade, ich bin dran vorbei. Da. In dem Rechner. Analytica Terminal. Oh. Wo seid ihr? Ganz in der Ecke.
Projekt Siphon, dann ist es das. Alles klar. Überblick. Ah, okay. Danke, Simonovic. Dankeschön. Kriegst gleich ein Herzchen von mir. Project Siphon, da ist es. Und da ist es Holoband vom Projekt Siphon ausgeben. Alles klar. Ja. Jawohl, da ist es. Alles klar, und ich das habe ist es. Simonovic. Keine Dankeschön. Holobände verfügbar. Was zur Hölle? Hast du ein leeres dabei? Ein leeres aufgenommen? Ich schau jetzt, ob ich. Ups. Ob es trotzdem. Eine Herrin muss helfen. Ah, Holoband. Ah, oh, des Mortes! Für Simonovic. Danke für die Bits. Ja. Wo ist Simonovic? Also. Hast du geschafft, Madel? Ja. So, und jetzt. Simonovic. Das Holoband verwenden. Wieder zurück. Holoband laden, glaube ich, genau. Und dann abspeichern. Huch. Die Terminal kann man gleichzeitig verwenden, gell? Huch, wer ist das denn? Was? Kawaii, ne, Kochan, Senpai, alles klar. Mann, der ist hier aber lang geflitzt. Was hat der denn auf dem Kopf? Der hat... die sehen ja klasse aus. Wo hat die denn her? Ach, auf dem Shop. Ach, oh, ich finde sowas immer so schade und so ärgerlich, aber... Wie sind das jetzt da? Gehst du direkt in Siphon rein, oder? Ich habe ein Holoband geladen. Hm? Das Siphon, Siphon. Und mit dem Holoband, glaube ich, muss dann... die anderen Forschungsprojekte laden. Die hochladen in den Hersteller. Hallo? Jetzt fehlt nur eine rote Nase. Was macht ihr da? Soul Groove, hallo! Schön, dass du da bist. Ganz leere. Dog Meat ist immer noch am besten. Die Quest macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Red Away. Könnte ganz gut sein. Wie es mir geht? Gut geht's mir. Na, bis auf die Erkältung halt. Und das auch gleich Feierabend. Das weil ich kann sonst nicht mehr. Sonst müssen sie mich hier aus dem Zimmer tragen. Aber wenn ihr das jetzt habt, dann muss ich auch los. Ja, siehst du, oh, siehst du, es ist gleich schon 7. Was ist das hier? Aber es liegt ja am Madel. Das heißt, es liegt an mir. Na, wir warten auf dich. Ich muss das ja auch noch machen. Na, hier so, hey. Ja, du kannst ja gleichzeitig auf den Terminal zugreifen. Deswegen habe ich es ja vorher gesagt. Nee, das kann man nicht. Kann man? Oh, doch. Natürlich. Ja, oh. Klar kannst du. Ah, alles klar. Ja. Was habe ich vor 10 Minuten gesagt? Was, vor 10 Minuten? Und alle Welt wartet hier. Stehen 50 Leute in der Schlange. Ja, aber die können die ja auch rangehen, oder nicht? Was muss man denn jetzt machen hier? Forschungsdaten. Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Hä? Ich habe keine Ahnung. Es funktioniert alles nicht so, wie es funktionieren sollte. Ich habe das Holoband hochgeladen und versuche
die Forschungsdaten runterzuladen und sagt ihm, er kann es nicht. Ich kann es noch nicht mal laden, das Holoband. Bitte kehren Sie ins Hauptmenü. Ja. Was macht ihr da hinten? Haut mich jemand oder sowas? Was sind da Waffen? Das kann ja... Forschungsaufzeichnung. Ich bin sowas von erledigt. Das ist nur ein Tagebuch, ist das? Nichts. Ich habe rein gar nichts. Ich kann auch nicht mal das Holoband laden. Das ist auch schön. Ist ja auf dem Pip-Boy. Oder? Ja, ja, ich mache das jetzt über ein Dings, klar. Weil sonst kann ich ja nicht... Nee, das geht nicht. Ja, aber ich kann ja nicht... Mein Bodyguard hat gemeint, wir müssen zurück. Und das dann beim Hersteller extrahieren. Nee, nee, du musst aber erstmal das EMP-Waffenprogramm runterladen mit diesem... Ja, das habe ich probiert. Ich glaube, ich habe die Daten vom Project. Ich gehe jetzt nur noch mal ins Riverside Manor, wenn ich sie jemals treffe. Und probiere das mal. Exfiltrationsprogramm, okay. Das ist aber auch, ich muss sagen, das finde ich aber auch ein bisschen dann doof erklärt, ne? Wenn man jetzt hier so dasteht und nicht weiß, was geht. Mir wird aber auch dann der Terminal angezeigt und irgendwie kriege ich das nicht hin. Du hast Feinde in der Nähe und kannst nicht reisen. Was? Wo? Eisenmeier! Eisenmeier, mach die weg! Ich bin schon weg. Simonovic, mach die weg! Hast du das denn jetzt geschafft, Madel? Ich muss einfach, dreh dich rum und geh in die Ecke an dem Fenster. Da ging es eben bei mir. Madel, hattest du das denn? Madel? Ich bin bei mir im Camp, weil ich mich jetzt ausklinken werde. Ah, du bist. Okay. Madel? Hattest du das jetzt geschafft? Ich bin ja bei dir. Hattest du es jetzt geschafft? Beide lesen. Nein, ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwas durchgeklickt und habe jetzt irgendwas, dass ich das beim Hersteller hochladen muss. Das möchte ich jetzt geschwind noch probieren. Deswegen habe ich versucht, ins Riverside Manor zu reisen. Sagte mir ja. Ah, jetzt geht's. Ich krieg's nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Das ist total doof. Das sind einmal die Aufzeichnungen. Die hatte ich auch eben. Das war das Forschungsprotokoll. Und die Forschungsdaten. Herunterladen. Zugriff. Bitte kehren Sie ins Hauptmenü zurück und legen Sie ein leeres, formatiertes Holoband an, um die Daten herunterzuladen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das wird mir auch immer noch als Quest angezeigt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nö. Dann lassen wir es einfach dabei und dann, Madel, bist du schon in dem Dingsbums? Ich bin jetzt angekommen bei Riverside Manor, ja. Wird es heute noch was, Simonovic? Ich glaube auch nicht, dass es heute noch was wird. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt zu dem Hersteller und probiere das. Verwende das Holoband vom Projekt Siphon, um die Daten zu extrahieren. Ja, ich probiere das jetzt gleich, weil das eben nicht weiter getriggert hat. Ja, dann sag mir mal, ob das warum da funktioniert, immer. Weil ich glaube, ja, irgendwie... Das, ich versuche ja gerade, ich komme von Ladebildschirm zu Ladebildschirm. Moment, Lise. Nein, alles gut, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin so unter Druck. Nein, bist du nicht. Es ist alles in Ordnung. Lachen, Eisenmeier. Es ist alles in Ordnung. Ich habe gerade einen Witz gelesen. Ich habe nur Angst, dass jetzt gerade die Gegner wieder respawnen, weißt du? Ich stehe jetzt noch hier und würde ganz gerne sonst... Ja, ich mache ja schon. Ich versuche schon mein Bestes. Ups.
So, ich werde mich an dieser Stelle ausklicken. Ja, danke schön, dass du da warst, Eisner. Vielen Dank für alles, Eisner. Für die Hilfe. Ja, ja, kein Problem. Ja. Und wenn wir uns dann sonst nicht mehr so hören, sprechen sehen sollten, frohe Feiertage für dich. Ja, euch allen ebenso. Dankeschön. Schönen Abend und frohe Weihnachten. Und schöne Feiertage. Ja, ich werde ja heute Abend nochmal wieder on sein, aber muss jetzt erstmal los, sonst gibt's nichts zu essen. dann gehen wir schön kochen oder essen. Wie auch immer. Essen kaufen. Essen kaufen. Umso wichtiger. Bis denn. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Ah, warte mal. One von Project Cypher. Oh, das ist alles verdorben, verdammt. Ja, kann ich so wegschmeißen, glaube ich. Was essen, was essen? Lass mal das eben jetzt hier und noch eine Köterkeule. Ja, du kannst zu mir kommen, Lizzie, und dann gibst du das Holoband. Unten einen Hersteller und dann bastelt er die Stimme von Seth. Das geht, ach. Ja, ja. Ja, aber warte mal, ich habe aber ja noch nicht mal die Daten extrahiert, also. Ja, dann lad das Holoband hoch. Kann ich nicht, es ging ihm nicht. Im Hauptmenü von dem Terminal. Ich habe es ja versucht. Geh noch mal ganz raus aus dem Terminal. Jetzt momentan ist Kawaii ne Kochan Senpai drin. Ja, du kannst ihn nehmen. Du kannst ja trotzdem auch zugreifen drauf. Ja, aber dann ist es ja. Ach, ist ja egal. Ist ja jetzt egal. Müssen wir jetzt nicht. So. Sie fordern Datenexfiltrationsprogramm und so weiter und so fort. Hä? Du musst dich das leere Holoband, sondern das Holoband von Project Cypher. Ja, ich kann es aber ja. Ich kann ja noch nicht mal ein Holoband reinpacken. Verzeihung. Nein, das ist alles gut. Du musst. Was ist denn jetzt los? Alles gut. Du musst im Hauptmenü von dem Terminal. Ja. Das mit R. Das Holoband laden. Ah, im Hauptmenü. Dankeschön. Ich sag doch die ganze Zeit Hauptmenü. Mit R das Holoband laden von Project Siphon. Und dann gehst du auf die Projektinfos zu dem EMP-Projekt. Mhm. Und die lädst du runter auf das Holoband. Mhm. Und wenn dann steht bei dem Holoband, dass das drauf ist. Das EMP-Dings. Ja, warte, ich suche immer noch das Holoband. Schön, dass die alle nicht sortiert sind. Nein. Da ist es. Oh Gott. Okay, jetzt lädt er das Holoband. Genau, und wenn am Holoband von Siphon das EMP-Projekt drauf ist, ja, dann kommst du zurück und gibst es in den Hersteller. Okay, hat er, glaube ich, gemacht. Ich habe auch einen Kontrollpunkt. Lade die Daten in den Hersteller hoch. Jetzt kann ich es endlich. Dankeschön, Martin. Sonst wäre ich hier noch echt verzweifelt. Ich kann hier ja nicht raus. Ich habe es auch nicht mehr gewusst. Danke meinem Bodyguard. Ja, danke. Danke. Ja, Daumen nach oben. Warte mal, dann gehe ich zu Simonovic. Ganz einfach. Haha. Was? Feind in der Nähe? Ich stehe davor. Ja, ich kann gerade nicht. Es ist ein Feind in der Nähe. Geh zum Fenster. Das ging bei mir vorher auch nicht. Ich krieg das Madel. Doch, jetzt habe ich es, glaube ich. Jetzt habe ich das Madel erwischt. Ha. Da gehst du jetzt in den Keller zum Hersteller. Ja, ich muss erstmal hier
Bei mir sind immer noch Feinde in der Nähe. Warte mal. Jetzt aber bitte. Oh, ja. Ich komme hier nicht raus, weil hier überall Feinde sind. Es ist doch nicht wahr. Okay, also wenn... Wenn du rauskommst, dann geh zum Hersteller und stell das her. Und dann musst du wieder zu dem anderen Computer. Dann musst du dir den Holoband anschauen, anhören und dann wieder zum Computer. Hä? Jetzt kann ich zu Madel nicht mehr reisen? Das ist total verrückt. So. Ich versuche jetzt mal eben hier rauszukommen. Jetzt will ich wieder ein Holoband anhören. Boah. Das ist aber jetzt gerade... Wow. Irgendwer rennt hier... Warte mal, wer rennt denn hier? Simonovic ist bei mir. Ja, da versuche ich es jetzt mal eben, ob ich zu Simonovic... Ja, jetzt habe ich den Ladebildschirm. Dann reist Simonovic. Schwere Geburt. Mir, quasi. Ja, im Hauptmenü. Ja, Kaira sagte das auch mit dem Hauptmenü, alles klar. Ja. So, Dankeschön, Herzog. Simonovic? Ja, ich bin noch im Ladebildschirm. Ah, okay. Aber ich habe mich jetzt zu Simonovic da... Okay. ...geportet. Gut, dann in den Keller und zum Hersteller. Hm. Gut, dann ist aber auch... Boah, dann bin ich heute aber auch durch mit allem, glaube ich. Ja, definitiv. Oh Gott. Bin schon wieder durstig. Ladebildschirm. Hier waren noch irgendwo Werkbänke. Ja, irgendein verbrannter. So. Okay. Gleich nochmal ein Ladebildschirm. Yep. So, die anderen ignoriere ich mal eben, die hier noch rumdüsen. So, Tür, öffne dich. Stella, Dankeschön. So, und jetzt nochmal zum Hersteller. Genau. Oh, Gott sei Dank. Erstmal gehst du mal wieder rauf zu dem anderen Computer und hörst dann Holobänder an und... Hey! Du schießt auf mich. So. Oder ich hab mal angehört. Ach. Aber im Hersteller die Daten hochladen, genau. Oh, ja. Genau. Habe ich doch gerade gelernt im Hauptmenü. Holoband laden. Jetzt geht das wieder los. Jetzt suche ich wieder das Holoband, ey. Da, Siphon. Da ist es. Alles klar. Hochladen. Ja. Und jetzt Daten hochladen. Und Stimme von Z ist ich jetzt verfügbar. Ich habe einen Bauplan gefunden. Ein Single-Action-Revolver mit Elfenbürr. Ich lass die mal hinter dir fallen. Ja. Und jetzt? Herstellen. Stimme von Seth. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Hier hinter dir liegt ein Sackerl. Ja. Ein Bauplan für einen... Für irgendwas. Probier, ob du ihn... Single Action Revolver. Okay, danke schön. Genau. Ja, prototypische Probleme. Ja, und jetzt? Jetzt musst du wieder raus. Also, jetzt musst du wieder... Hierhin zu mir? Zu dem Kryptos, ja. Genau. Hierhin? Mhm. Und das hochladen, glaube ich. Oder. Warte. Sagt er dann eh, was du machen musst. Okay. Hm.
Was war das jetzt gerade nochmal? Beförderst du dich irgendwie zu einer Hüterin der Mysterien? Was muss ich jetzt nochmal? Welches war das nochmal? Hat sich das jetzt verändert oder ist das immer noch Siphon? Was steht denn jetzt bei dir? Ich hab's schon wieder vergessen. Was steht denn bei dir bei der Quest? Nee, gar nichts. Ich muss mich nur zur Beförderung anmelden. Ach, das heißt, ich ja, brauche dann eigentlich nur über Nataschas Dingsbums. Ja, alles klar. Okay, Maßnahmen, Beförderung autorisieren. Beförderung autorisieren, Novizin der Mysterien und... Hä? So, und du beförderst dich dann zu einer Hüterin der Mysterien. Und du musst dir ein Holoband anhören. In der... Steht dann oben rechts. Wenn du dir das Holoband angehört hast, dann musst du wieder in den Computer rein. Oh. Ja, es ist etwas nervig, die Quest. Ja, jetzt gerade tatsächlich. Es ist total... Ja? Ich kann die Beförderung nicht autorisieren. Ja. Was? Ich kann mich nicht autorisieren. Ich stehe da nicht drin. Melde dich an und deine Beförderung. Ja, und du autorisierst unbekannten Nutzer. Der bist du ja. Ja, aber ich bin da nicht. Ich tauche da nicht auf. Unbekannter Nutzer taucht da nicht auf? Mm-mm. Warte mal. Bei mir ist nur Alexis Belmont, Zoe Evans und Justin Silver. Die kann ich auf. Geh mal auf Anmeldung unbekannte Benutzer. Moment. Ja. Bei mir ist es halt jetzt alles. Ach, jetzt. Alles klar. Alles klar. Okay. Und jetzt kann ich wahrscheinlich, ja. Und jetzt musst du dir ein Holoband anhören. Genau, das Sucherin-Holoband, das musst du jetzt im Pip-Boy auswählen. Mhm. Dir das Holoband anhören und dann dich wieder anmelden. Okay. Dann bist du. Holos, alles klar. Es ist nervig. Sucherin, ne? Aufgrund deiner Beherrschung der Werkzeuge genau, und Techniken der Herren hast du den Rang der Sucherin erhalten. Das Training ist fast abgeschlossen. Um ein Vollmitglied des Ordens, eine Herrin der Mysterien zu werden, musst du eine Mission abschließen, die der Herren selbst... Simonovic ist fertig, sagt er. Trainiere deine Fähigkeiten. Ja, das verstehe ich. Ich aber auch. Ich gehe dann auch mal raus. Ich bin auch gleich raus, ja. Also... Dies wird dein letzter Test sein. Geh noch ins Konferenzzimmer. Da habe ich schöne Erinnerungen dran. Ja. Hallo Simonovic. Oh Gott. Okay, Novizin der Mysterien. Nimm dich mal neben Simonovic und geh aus dem Spiel raus. Oh Gott. Also wenn du das Holoband angehört hast. Hm? Achso, ich bin ja jetzt schon. Warte mal. Herren, Pleasant Valley Infiltrierung habe ich jetzt. Kann ich jetzt machen als nächstes. Alles klar. Yay. Oh Gott, jetzt aber auch gut. Und das Holoband muss ich mir noch anhören. Okay, dann höre ich mir das jetzt eben nochmal an, bevor ich das vergesse. Ist für Freiwillige. Und dann setze ich mich jetzt auch da hin und dann. Selbstmordmission. Aber ich weiß nicht mehr, was ich sonst noch tun kann. Martel, bist du schon draußen? Oh, ich glaube, Martel ist schon draußen. Bin schon weg. Ups, vergessen in-game Voice. Alles klar. Drei weitere unserer Schwestern wurden getötet. Oh. Die Raider scheinen über jede unserer Aktionen Bescheid zu wissen. Oh Gott. Jetzt kann ich aber auch nicht mehr. Wir brauchen jemanden, der die Raider-Festung in Pleasant Valley infiltriert. Aha, okay. Eine Raider-Festung. Alles klar. Informiert sind.
tue, was immer nötig ist, um sie aufzuhalten. Und versuche, lebend da wieder rauszukommen. Genau. Okay. Ja, Simonovic, dann bist du noch du da. Dann danke ich dir für deine Geduld, verdammt. Und danke, dass du mitgelaufen bist. Dies könnte die schwierigste Mission sein, die ich je rausgegeben habe. Aber auch die wichtigste. Warte. Ich bitte mal aufstehen. Die Zukunft des Ordens der Mysterien hängt von deinem Erfolg ab. Genau, Simonovic. Dankeschön auch für die Hilfe. Dankeschön. Sonst wäre ich echt noch verzweifelt. Ja, genau. Frohe Weihnachten. Dann noch schöne Feiertage. Schönes Wochenende. Und dann gehe ich jetzt hier raus. Profis, ja. Ich muss aber auch sagen, das war jetzt auch nicht so eine ganz einfache Questführung. Wenn ich erstmal. Also ich natürlich war ich jetzt auch ein bisschen verpeilt, klar. Aber zum Desktop zurückkehren. Jawohl, verlasse Welt. Oh Gott. Aber letztendlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt nicht gerade simpel, da durchzugucken und durchzusuchen, was wie wo gemacht werden muss. Also von daher bin ich jetzt echt geschafft. Und das reicht auch jetzt. Ich sitze jetzt seit 5 Stunden hier. Oh, wollte ich gar nicht. 2 Stunden. 2 Stunden wären es gewesen, ganz normal. Und dementsprechend, aber was soll's, ne? Wir haben es ja geschafft. Und danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. War echt großartig mit euch. Hat riesen Spaß gemacht. Also, Simonovic schläft gleich ein. Ja gut, das ist natürlich dann auch noch mal ein bisschen mühseliger, wenn man dann das schon mehrfach durch hat, womöglich, ne? Nächstes Mal wird es wieder lustiger. Ja, da können wir mal mehr so durch die Gegend rennen. Ja, ich denke mir mal, dann werde ich Weihnachten nicht, also am ersten Weihnachtsfeiertag werde ich, glaube ich, nicht streamen. Weil dafür habe ich jetzt heute 5 Stunden gemacht. Das wollte ich gar nicht. Damit habe ich eigentlich die letzten beiden verpassten Stream-Dinger für mich relativ gut rausgeholt, denke ich mir mal. Und dann sage ich einfach nur wieder mit einem etwas hübscheren Hintergrundbild eventuell. Yay! Oh ja, das muss zum Urlaub. Das ist schön. Prima. Du hast mir das Nacktbild drüber geschickt. Oh, schön. Mal gucken. Kann ich ja auf Twitter leider nicht teilen, sonst würde ich gleich Ärger kriegen. Ich habe ein Nacktbild von Madel. Lalalala. Klingt falsch, ne? Oh, ihr Süßen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ui. Was, das gibt's auch auf T-Shirts, das Nacktbild. Ja, genau. Mit der Brüller für 2019. Oh, ich bedanke mich echt ganz herzlich. Hat mir einen riesen Spaß gemacht. War wieder echt lustig. Ich liebe es. Warum streame ich eigentlich nicht jeden Tag? Keine Ahnung. Weil ich nicht kann. Ich kann auch nicht mehr sitzen. Mir tut das Kreuz weh und ich kann nicht mehr sitzen und ich muss Pipi und muss essen und keine Ahnung was. Dann werden wir uns wahrscheinlich erst die Woche da drauf. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wann ist denn Silvester und sowas. Ach, guck mal, das wäre Neujahr. Vielleicht streame ich am Neujahr, dann aber eben halt wieder zu festen Zeiten. Das wäre dann der Dienstag. Dann gibt es halt nächste Woche am 25. wird es dann nichts Weihnachtliches geben. Wahrscheinlich auch kein extra Video, schaffe ich alles nicht mehr. Und dem Pipi-Hunger-Durst, genau, wann sind wir da? Deswegen wünsche ich euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Wirklich frohe Feiertage, so wie ihr sie wünscht und haben möchtet. Und ruhig wäre, glaube ich, ganz schön. Und dann sogar einen guten Rutsch, verdammt. Dann tatsächlich in diesem Jahr dann nur noch über Videos auf YouTube oder sowas. Oder vielleicht ein spontaner Stream. Dann sage ich aber, glaube ich, noch vorher Bescheid. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer frohe Feiertage. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Zugucken, fürs Folgen, für die Bits, für alles eigentlich. Und the long, short goodbye. Alles Liebe wünsche ich euch, Lissi. Dankeschön. Und danke fürs Mitmachen. Nochmal an Eisenmeier, an Simonovic und an Madel. Ha, das geht ja nicht anders, ne? Und ansonsten ein schönes Wochenende erstmal. Und frohe Weihnachten. Macht's gut.